Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant und heute mal ein extrem schnelles Turbo-Update. Es hat sich nämlich jetzt nicht ganz so viel getan. Es war eigentlich nur das hier, dass wir einen schönen Ausbruch nach oben hatten, genauso wie gestern schon voreingezeichnet. Wir haben hier dieses Dreieck und Bitcoin ist extrem an diesem Dreieck schön nach oben ausgebrochen mit diesem, sagen wir mal, Fake-Out, langer Docht nach oben, aber jetzt auch schon wieder unten in diesem Dreieck retour. Summa summarum, es ist nicht wirklich ganz so viel passiert. Wir sehen einen Abwärtskanal, da sind wir drinnen. Wir sind jetzt ziemlich hoch am Abwärtskanal. Das heißt, entweder sehen wir jetzt gleich mal hier ein Weiterhangeln in diesem Dreieck. Das Ganze könnte noch bis 3. Februar dauern, also noch ein, zwei Tage. Und danach der große Ausbruch nach oben oder nach unten. Das ist die große Frage. Ich habe euch auch gezeigt, wo sind die großen nächsten Supportpunkte. Hier auf jeden Fall 0.236 Fibonacci bei 37.400. Und natürlich, wenn wir nach oben ausbrechen könnten, haben wir die 40.200, das ist die 0.382 Fibonacci. Das sind jetzt die beiden Richtungen, die vorgegeben sind. Und ich glaube, wir werden jetzt vielleicht nicht heute, aber morgen oder übermorgen diesen Ausbruch sehen, nach oben oder nach unten. Das war jetzt schon mal ein riesengroßer Fake-Out nach oben, hat schon wieder mal sehr viele wahrscheinlich mitgenommen, die gedacht haben, ja, jetzt geht's nach oben, jetzt brechen wir aus. Nein, so war es natürlich nicht. Wir sind wieder nach unten gegangen. Wir checken noch ganz kurz im Stundenbereich jetzt dazu den Relative Strength Index und holen uns noch schnell dazu das Moving Average und dann schauen wir uns das mal an, was ist passiert. Wir haben leider ein bisschen ein Problem, denn beim Moving Average sehen wir schon, wir hatten jetzt den Cross, wir sind jetzt leider nach diesem Spike nach oben, nach unten gecrossed, bauen jetzt auch die ersten roten Kerzen auf. Das heißt, gehe davon aus, dass wir jetzt erstmals wieder hier weiter runterkommen, vielleicht wieder den Boden hier mal anschauen oder die 37.400. Und dann vielleicht nochmal hier rüber den Boden anschauen. Also ich glaube, wir kommen nochmal ein bisschen zurück, holen nochmal tief Luft und schaffen vielleicht dann ja den Ausbruch nach oben oder eben auch nach unten. Der RSI, den ihr hier seht, ist jetzt nicht ganz so interessant für uns. Ja, wir waren fast überkauft hier, gehen jetzt mal ein bisschen runter und das Ganze schaut momentan mal so aus. Wir holen uns jetzt noch eines dazu, bevor wir das schnelle Video heute schon beenden. Ich mache es wirklich kurz. Wir hatten den Golden Cross hier. Momentan ist alles gut mit dem Golden Cross. Wir haben die grüne Linie als Unterstützung hier, auch bei 37.800. Auch das schaut momentan eigentlich ganz gut aus. Noch eins dazu, das ist das EMA Ribbon Band, damit wir wirklich was sagen können. Und da sehen wir jetzt ganz genau, wir fighten jetzt gerade momentan wieder mal mit dem Ribbon Band. Das heißt, wir hatten den schönen Ausbruch nach oben, ich sag mal Fake Out dazu. Und jetzt wieder der Fight mit dem Ribbon Band mit der letzten Linie. Langer Docht nach oben, meistens ein Zeichen dafür, schaut euch das an, lange Docht nach oben, bam, nach unten, langer Docht nach oben, bam, nach unten, dass es auch jetzt wieder schnell nach unten gehen könnte. Heute ein 3-Minuten-Video, das war's schon, macht es gut, schwingt den Hut, tschüssi, euer Bitty. If they make the bed.